Ich stecke wahrscheinlich das ganze Let's Play hier in die Länge. Weil ich manchmal etwas planlos bin. Nicht genau weiß, was ich machen muss. Aber ich hoffe mal, ich bin nicht der Einzige, dem das hier manchmal so geht. Denn, ja. Das Spiel erzählt einem halt auch nicht so viel. Hier ist absolut gar nichts. Nice. Was muss ich machen? Muss ich doch nach dort drüben gehen? Ich habe echt keine Ahnung, was ich getan habe, was ich machen muss, wohin ich muss. Und unten ist das Wasser auch genau gleich. Dort auch. Also, du hast zwar einen Weg drüben, aber... Oder könnte ich jetzt vielleicht doch dort durch? Wäre ein bisschen mies. Wenn's so ist. Aber ich habe mich gefragt, ist das... War das dort auch schon oben? Hat das was bewirkt? Das sieht ja hier ziemlich leer aus. Aber wieso sollte ich hier nach unten kommen? Kurz eine Pause, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich bin wirklich einfach sehr blind und doof. Anders kann man es nicht sagen. Hier unten gibt es zwei Brücken. Diese hier und diese hier. Dort kann man nicht drüber. Hier kann man wohl drüber. Und da wir irgendwie den Damm abgestellt haben und wahrscheinlich weniger Wasser durchfließt, können wir hier rüberlaufen. Ja, das war die ganze Lösung der Geschichte. Nun geht's weiter auf der anderen Seite. Daher hat dieser Weg hier doch was zu bedeuten. Und ja, mal schauen, was jetzt mit dem Bruder ist. Und Ethan, ob wir den wirklich finden werden. Und die große Frage natürlich, lebend oder tot? Ich schätze mal, wir finden beide tot. Denn irgendwie ist das ja ein Fluch, der hier durch die Familie geht. Und alle einfach sich gegenseitig umbringen. Oder sogar selbst umbringen, wie wir gerade gesehen haben. Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Hä? So sollte er wissen, wer wir sind. Was hat denn das zu bedeuten? Ein Licht im Dunkeln. Was für eine malerische Gegend. Echt schön hier. Wow. Und idyllisch. Aber eben... Die Idylle trübt. Das war wohl das richtige Haus, das Ethan hier abgebrannt hat. Und eigentlich wollte er bloß das Zimmer verbrennen. Aber dann war das andere Haus ja gar nicht das Vandegrins Anwesen, sondern
einfach in ein anderes Haus. Gut, wie gesagt, ich blick bei der Geschichte, glaube ich, nicht ganz durch. Aber dann muss ich das hier, das Van der Gret, Van der Gren. Ja, einfach das Anwesen hier sein mit dem Hexenzimmer, das verflucht war. Oder besser gesagt, ein Schutzschild hatte. Aber wieso glüht das Ganze hier alles noch? Ist das erst vor kurzem passiert? Und da es glüht, könnten wir eigentlich hier gar nicht durchlaufen. Aber gut, das ignorieren wir jetzt mal. Corvus. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus. I'm sorry. Ethan. I can't let you do that. Corvus. C. Corvus. Das ist das geheime Zimmer, von dem alle sprechen. Wurde der Fluch und auch Segen doch noch gebrochen. Ist das Ethan oder sein Bruder? Ich schätze mal, von der Größe her könnte das sein Bruder sein. Verkohlt. Friedlich. Stahltür. Ach nee, das ist Grandpa. Und Eve. Grandpa. Dann ist Eve da drin oder sein Bruder ist drin. Okay, das muss die Eins sein. Nee, wahrscheinlich die Nee, das ist wahrscheinlich die 2. Das ist die 3 und das die 4. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me! Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. Vielleicht ist auch das die 1. Drei, vier. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! What the hell? When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive.
He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. Ich ging rein und die Tür schließt sich. Right. Grandpa, no! Grandpa hat die Tür geschlossen. Gale, it has to be this way. The sleeper must not wake. Das sind echte Menschen hinter diesem. Matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa, get back! We all have to die. Even you. What the Even fuck? Me. Alter. Dann muss Ethan hinter dieser Tür sein. Wahrscheinlich auch tot. Aber er muss hinter der Tür sein. Und da sind... Sind es echte Skelette? I don't know. Ethan? Ethan? Ethan! Da bist du ja. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Was? Das sind die Fallen? Eine Karte? Ethan hat das gezeichnet. Brücke. Damm. Kirche. Dieser Ort. Geschichten. Fallen und Schädel. Fallen und Schädel. Haus der Portale. Der Hexenwald. Alter Gott. Was? Bevor wir das machen, habe ich hier was gesehen, das wir lesen können. Ich bin nicht ich selbst. War nicht ich selbst. Heute wieder Stimmen, gleich wie gestern. Das ist äußerst ärgerlich. Ich versuchte sie einzumauern, aber sie wehrte sich. Am Ende konnte ich es nicht tun. Nicht meine Frau. Weder sie noch der Schläfer ist zufrieden. Jetzt muss ich entscheiden. Vor wem ich mich mehr fürchte. Das hat Grandpa geschrieben. Er hat seine eigene Frau hier eingemauert. Was ich tun muss, ist mir jetzt klar. Der Schläfer verweilt in einem Gefängnis. Des Todes und Schmerz ist der Schlüssel. What the... Fuck. Aber wo ist Ethan hin? Ich check's nicht. Reisen. Geschichten. Was ist das hier? Ja, das haben wir alles gemacht. Dann müssen wir jetzt dorthin. Aber was sind die Fragezeichen?
Habe ich hier was übersehen? Oder was soll das genau heißen? Was ist denn das? What the fuck? Was passiert jetzt hier? Spielt hier ein Sci-Fi-Film oder wie? Wie so ein Astronaut? Ich check gar nichts mehr. Ja, moin. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Wieso ein Astronaut? Ist das Ethan? Ist das aus der Zukunft? I don't get it. Und wo führt er uns hin? Ich war ja hier überall schon. Holy shit. Was? Sind wir Zeitreisende? What the hell? Das Spiel ist crazy. Das ist ein ganz normaler Wurmsimulator. Jetzt sind wir plötzlich im Weltall. Kann ich das Ding steuern? Ah, ich kann nicht steuern. Junge, 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 was passiert hier? Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Bin ich die Bestie? Get out of my room, Travis. No, ich hab's nicht ganz gelesen. Stories, always with the stories. Fuck. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Sorry, Leute. Ich hab das falsch gedrückt. Ach so. Okay. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Narben auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Was bedeutet das?
Bin ich die Bestie? Weil ich jetzt dem Licht hier gefolgt bin? Stand das vorhin auch schon dort? I don't know. Raumkapsel. Zumindest ist alles jetzt abgekreuzt. Geschichten. Das sind wir, glaube ich. Christ, Ethan. You're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. Honey, be careful with that lamp. Dale, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! Get the smoke, it's toxic! Oh, Jesus. Oh, God! What do we do? What do we do? We can't speak. Okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, langsam, was hier los ist. I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Es waren alles bloß Geschichten, die sich Ethan ausgedacht hatte. Trotzdem ist die Familie richtig toxisch. Ethan wird wohl schlussendlich der Letzte sein oder der Einzige sein, der in dieser Geschichte nicht überleben wird, da das ganze Haus abbrennen wird.
Wow. Das war The Vanishing. Ja, das war The Vanishing of Ethan Carter. Was für eine Geschichte. Kein Wunder, dass ich hier manchmal nicht rausgekommen bin. Wenn das alles bloß Geschichten sind, die sich Ethan ausgedacht hat. Holy shit. Solche Spiele sind manchmal echt crazy. Aber ich muss sagen, trotz dass ich fast nie der Geschichte folgen konnte, war es wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich habe mich da einfach mal drauf reingelassen. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Ich dachte, es ist ein Walking Simulator. Aber trotzdem wurde es dann doch ein bisschen anders. Es gab ein paar Momente, wo ich Gänsehaut hatte. Und diese kleine Sequenz in der Mine könnte wirklich aus einem Horrorspiel sein. Da hatte ich echt ein bisschen Puls. Und die Geschichte ist echt crazy. Denn am Schluss ist so wirklich einfach Ethan gestorben, im Haus verbrannt, elendig verbrannt, nur weil seine Familie so toxisch ist und immer streiten musste. Ja. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich wirklich nicht mit diesem Ende gerechnet hätte. Und das mit dem Astronaut gerade, das war irgendwie, ja, völlig crazy aus einer anderen Welt. Aber gut, das war's mit Vanishing of Ethan Carter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sehe immer wieder bei solchen Spielen, was ich eigentlich verpasst habe, als ich die ganzen Spiele gekauft habe und niemals fertig gespielt habe. Man verpasst echt coole Momente,
wo man sich den Kopf drüber zerbricht. Und wunderschöne Credits mit wunderschönen Liedern. Ja, das wird mir so langsam klar, dass man das Spiel wirklich fertig spielen muss. Und mit dieser schönen Kenntnis verabschiede ich mich von diesem Let's Play hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei einem weiteren Let's Play, Review, Video, was auch immer. Vielen Dank. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.